So, liebe Klasse, wir gucken heute einen Film an. Yay! Die neueste Technologie in den 60ern. Und der Film ist auch ein Brüller. Kupfermünzen, die Reise. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich in der Schule verbracht. Und das alles hat mich aufgeregt. Den Lehrer oder die Lehrerin zu fragen, ob man auf die Toilette gehen kann. Nervig. Herr Hundesohn, kann ich auf die Toilette? Ich weiß nicht. Kannst du? Gratulation, der Preis für innovative Witze geht heute an dich. Diesen Witz haben wir nicht schon etwa vor 40 Jahren gehört. Quellenangaben sind und waren tatsächlich immer vonnöten. Corel, sag mal, welche Quellen hast du denn benutzt für deinen Aufsatz? Also Wikipedia? Bitte was? Wikipedia? Habe ich euch das Geschichtsbuch aus dem Jahre 1894 umsonst ausgeteilt? Kein Spaß, bin ich der Einzige, der Präsentation gerne gehalten hat? Also... manchmal zumindest. Also ja, das ist unser Referat über die Mitose. Ja, also Mitose ist eine Teilung, so, versuche cool zu wirken, damit sie dich endlich akzeptieren. Ja, keine Ahnung, Bruder, ja. Yo. Er meint, Mitose ist eine Kernteilung. Ja gut, danke für das Referat. Shit, warum bin ich eigentlich Lehrer geworden? Die Toiletten auf der Schule. Eine wahre Folter. Darf ich jetzt auf die Toilette? Aber warum bist du denn nicht während der Pause gegangen? Während der Pause? Der Toilettenrat hat beschlossen. Dafür, dass du ein Pissoir nicht übersprungen hast, bekommst du nach Absatz A1-3 die Höchststrafe. Sportunterricht hatte nie wirklich was mit Sport zu tun. Okay, liebe Klasse, versammelt euch bitte hier im Kreis. Hey, lass den Mattenwagen liegen. Lehrer, wir können heute nicht mitmachen, wir haben unsere Schuhe vergessen, so. Hey Lehrer, können Sie bitte Fußball spielen, so? Ja, Mann. Ich hasse diesen Job. Elternsprechtag. Na, Angst bekommen? Gut so. Ja, Ihr Sohn kann sich im Unterricht echt nicht benehmen. Ja gut, verstehe. Aber wollen Sie ihn denn nicht bestrafen? Was? Belehren. Ich meine, belehren. Sowas darf nicht nochmal passieren, Timmy. Und soll nur aus dir werden? Ja. Das kann ich überhaupt nicht tolerieren. Unsere Schule ist, wie viele andere Schulen auch, echt arm dran. So, Kinder, unsere Schule hat endlich haufenweise Geld bekommen. Bekommen wir denn endlich bessere Tische, Stühle oder Schulutensilien? Was? Nein, noch besser. Wir haben 600 veraltete Overhead-Projektoren davon gekauft. Der Fortschritt ist nicht zu stoppen. Passt gut auf in der Schule, ihr werdet das alles sicherlich noch brauchen. So Leute, in Zukunft werdet ihr die Deklination im Lateinunterricht auch im echten Leben gebrauchen. Wer es glaubt. 10 Jahre später... John, was ist denn los? Kannst du diese Bombe entschärfen? Selbstverständlich. Ich musste nur ganz offensichtlich eine Schnur durchtrennen und brauche keine 3 Jahre Latein dafür. Kein Schwein braucht Latein. Also, lass es sein. Peace out. Was hat euch die Schulzeit verdorben? Teilt das Video mit einem Schwertwall und bis zum nächsten Mal.